Hallo, es gibt mal wieder was Neues von Canon, und zwar haben die das RF 85mm F2 Makro ISUSM rausgebracht. Wie der Name schon sagt, eine 85mm Festbrennweite, ein Makroobjektiv mit Bildstabilisator und diesem Ultrasonic Motor, der halt beim Filmen leise den Fokus, also die Schärfe verschiebt, damit man die Geräusche nicht störend über das Kameramikro hört. Vorher hatte ich im EF-System das 100mm 2.8er Makro, mit dem ich auch sehr zufrieden war, habe ich total gerne Porträtbilder mitgemacht, auf Hochzeit mal den Blumenstrauß, die Ringe und so weiter fotografiert, und das ist quasi jetzt das Äquivalent dazu. Ich bin schon gespannt, nach Einstellgrenze soll bei 35 cm liegen. Ich baue es mal kurz auf die Kamera. Und zwar 35 mm, 35 cm von der Sensorebene aus nach vorne, nicht vom Ende des Objektivs. Das werde ich auch gleich mal testen. Ja, Canon hat auch noch zwei andere 85er im Programm. Ich muss mal kurz aufs Handy lunzen, bevor ich euch was Falsches erzähle hier. Und zwar das 85 mm 1.2L USM. Das kostet allerdings 2.799 Euro. Und da muss ich sagen, da ist auch echt meine Schmerzgrenze erreicht, 2.800 Euro für eine Festbrennweite auszugeben. Das gibt es dann auch nochmal in der Soft-Focus-Variante. Das liegt dann bei 3.300 Euro. Also da fehlt für mich auch jedes Verhältnis. Kann man, glaube ich, machen, wenn man nicht weiß, wohin mit seinem Geld. Aber jeder, der so ein bisschen wirtschaftlich denken und arbeiten muss, für den ist das, glaube ich, ein Totalschaden. Und ich denke auch nicht, also das gibt es jetzt im Moment für, 681 Euro. Und ich glaube nicht, dass das andere Objektiv, weil es viermal so teuer ist, auch viermal so gute Bilder macht. Sicherlich hat man mit dieser 1-2er Blende ein mega cooles Spielzeug, aber das ist mir wirklich nicht wert. Aber jetzt wollte ich natürlich erstmal gucken, wie so die Naheinstellgrenze ist des Objektivs. Ich schaue hier mal, mir jetzt mal manuellen Fokus eingestellt und gucke mal, wie nah ich rangehen kann, dass ich noch ein scharfes Bild bekomme. So, da muss ich hin, damit der Kopf vom Boba Fett scharf ist. Ja, ein Stückchen noch an. Stückchen noch so. Sehr schön. Und jetzt messen wir mal kurz. Das sind jetzt ungefähr 20 cm von der Spitze des Objektivs und 35 von der Sensorebene aus. So, hallo. Wir sind wieder in Uslar bei Elke im Fotostudio und machen gleich mal ein paar Testbilder mit dem neuen Canon RF 85mm. Genau, und dann zeige ich euch mal, was das Ding so kann. Oder auch nicht. Ich habe es ja selber noch nicht probiert am Menschen. Echt nicht? Am Tier? Nein, auch noch nicht. Ich sehe es nur am Lego-Männchen. Am Lego-Männchen? Steigst du jetzt auch mal auf tote Gegenstände? Ja, erstmal zum Testen jetzt. Das eine Auge Blende 2 dann schon scharf ist. Das andere schon unscharf, würde ich nochmal zeigen. Jetzt hat das. Blende 2, das sieht aber schon mal ziemlich cool aus. Jawohl. Was ich unbedingt natürlich nochmal testen wollte, war der Bildstabilisator. Also habe ich mir mal die Canon EOS R geschnappt, die ja keinen internen Bildstabilisator hat, und habe den Stabilisator am Objektiv ausgeschaltet. Ich habe jetzt, die Bilder sind alle unbearbeitet, und habe mir hier mal die Crops rausgenommen. So, 60stel Sekunde ohne Stabilisator, 85 mm, sieht noch gut aus. 30stel Sekunde geht auch noch, und dann 15stel Sekunde wird schon grenzwertig.
und eine Achtelsekunde, da ist es dann vorbei, das kann ich aus der Hand nicht mehr halten. Dann habe ich mir die R5 geschnappt, die hat ja den internen Stabilisator plus den am Objektiv, das gleiche nochmal gemacht. 25. Sekunde sieht ziemlich gut aus, 13. kann man auch noch nicht meckern, 6. Sekunde ist noch okay. So, 0,3, da hatte ich noch ein ruhiges Händchen, das geht noch, aber dann 0,6 Sekunden, da ist es dann vorbei. Einmal zum Testen noch 1,3 Sekunden. Das schafft dann auch der Stabilisator nicht mehr. Ja, so als erstes Fazit jetzt. Ich finde, es ist ein sehr gutes Objektiv. Es sind jetzt auch noch hier die unbearbeiteten Bilder von gestern, wo ich bei Elke gewesen bin. Es ist schön klein, leicht, handlich, der Hintergrund schön unscharf, also perfektes Porträtobjektiv auch. Ich bin schon mal ziemlich begeistert und ich glaube, wir werden Freunde. Also ganz klare Empfehlung von mir, super Objektiv, es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal, tschüss!